Achtung, dieses Video könnte handwerkliche Fehler enthalten. Und die geflext. Handbuch. Oh, das ist schon dick. Sehen Sie sich meine Schächtesysteme Arbeitsschutz an. Ja, genau. Kevins erste Schweißnaht. JK Lives. Für Risiken und Nebenwirkungen drücken Sie abonnieren und die Glocke. Wir wollen ja einen Tretbootantrieb machen. Deswegen haben wir uns jetzt hier alte zwei Schrottfahrräder rausgesucht. Und müssen jetzt erstmal überlegen, wie wir das machen, weil wir keine Ahnung haben. Bisschen flexen und schweißen, was wir auch noch nicht richtig gemacht haben. Also wird lustig. Also Kevin muss jetzt unbedingt das Kugellager aufschrauben, um zu verstehen, wie das Kugellager funktioniert. Kriegt den Reifen nicht mehr zusammen. Ich habe jetzt einen neuen geholt. Ja, Kevin hat es leider nicht geschafft, hier das Kugellager wieder zu verschließen. Aber jetzt wissen wir ja wenigstens, wie es funktioniert. Flexen. Jetzt wird geflext. Kann ich flexen? Ja, kannst du flexen. Dafür haben wir dich extra aus Berlin einfliegen lassen. Ich habe nie geflext. Wird gut. Weißt du? Genug geflext für heute. So. Ja, machst du gut. Willst du irgendwas Spannendes sagen? Flexen macht Spaß. Flext man nicht so. Gut. Genug geflext für heute. Wir haben jetzt die beiden Teile. Da werden Stangen dran gemacht, dass wir das Paddel befestigen können. Und die holen wir jetzt im Baumarkt. Haben wir jetzt im Baumarkt eingekauft. Willst du auch zeigen, was wir gekauft haben? Ja, Stangen und Bretter. Super interessant. Weiter geht's. Das hier wird unser Paddel. Da passiert nichts. Liegt wahrscheinlich daran, dass du da einen Holzbohrer hast. Vorne an den Aufsatz, glaube ich. Du brauchst einfach einen Metallbohrer. Kevin, was machst du da? Ich montiere jetzt das Paddel an den Stahlträgern. Verschraubt das jetzt. Jetzt wird geschweißt. Kein Plan wie. Aber das kriegen wir irgendwie raus. Handbuch. Oh, das ist ganz schön dick. Achso, das ist von der Flex, Gott sei Dank. willst du mal googeln, wie man schweißt? Jetzt ist die Frage, ich glaube hiermit schweißt man. Echt? Die Klammer kann vielleicht einfach an. Die kommt an das Metallstück ran. Vor sich schweißen, sehen Sie sich bitte meine Schächtesysteme Arbeitsschutz an. Ja, genau. Ja, genau. Das ist eine Massekabel. Welches dazu dient, den Schweißstromkreis zu schließen, wahrscheinlich das in der Klammer. Und dem Elektrodenhalter, quasi der Brenner dieser Anlage, also da wahrscheinlich, wo du es einklemmst, ja. Abhängig vom Elektrodendurchmesser, die ungefähr einzustellen Amperezahlen. Aus welcher Tüte hast du die Elektrode genommen? Aus Stahl. Nein, was haben die für einen Durchmesser? 3 mm? Nein, guck doch mal auf der Tüte oder so. Auf der Tüte steht nichts. Was gibt's denn da für Möglichkeiten? Durchmesser Millimeter, 2, 2,5, 3,2. Nehmen wir 3,2, das klingt am besten. Man sagt aber, das ist wichtig. Ja, da steht nichts drauf. Keine Anleitung dabei? Nein. Krass, ey. Scheißen das erste Mal jetzt, Kevin. Es ist an. Okay, da läuft schon mal kein Strom drauf. Kevins erste Schweißnaht. Hier, das da muss fest. Alter, krass das aussieht. Also schön ist was anderes. Das macht voll Bock. Irgendwas war noch mit Schlacke abschlagen oder so. Das geht voll easy, Alter. Warum schweißen wir nicht die ganze Zeit? Alter, das macht echt Spaß. Ja, ist voll geil. Das erste Mal schweißen und es ist so easy. Jetzt ist nur die Frage, ob es fest ist. Soon after. Kevins Schweißnähte sind gerade in den Arsch gegangen. Das ist schon festgeschweißt. Hier müssen wir jetzt hier noch verschweißen. Mit einer Punktnaht, soweit ich weiß, heißt das. Das ist voll geil. Wenn ich durch die Kamera gucke, kann ich auch mir das angucken. Ja, das ist jetzt ein großer Klumpen, aber schön eingeatmet. Wenn du die Augen zusammenkneifst, geht das auch. Wir basteln heute am Antrieb weiter. Das Stück hier hinten nehmen wir jetzt ab. Und hier kommen auch noch zwei kleine Bretter zusätzlich mit dran. Kevin schweißt jetzt hier ein bisschen. Na, wie läuft's? Ja, die letzte Bremse ist genau jetzt ab. Ich arbeite allein und bin schon fertig. Und die zu zweit und so, ja, und dann ist fertig. Ja. Die Deutsche ist schon durch. Wir verlängern gerade die Ketten. Da sind schon die anderen Hälften. Das Ganze ist noch nicht ganz ausgereift, aber rein theoretisch, wenn man jetzt hier reintreten würde, würde sich die Kette drehen oder irgendwie so. Ja gut, es wird auch dunkel, aber wir sind schon mal ein Stück weiter gekommen. Weil wir da verkackt haben, müssen wir jetzt überall verkacken. Was ist das denn? Kevin wollte unbedingt die kleinen Schrauben nehmen. Kevin, Mann, hör auf!